die sind dann einfach auf einmal drin. Ja. Und ich habe vergessen, den Anhänger vorher zu holen, ich Depp. Ja. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge mit dem Schrobi in Auenbach. War es, glaube ich. Ja, so heißt die Karte. Ich grüße genau. Euch auch. Da steht der Baby vom Traktor, aber da steige ich ein und werde jetzt düngen. Da das wohl nur geht, wenn man schon gekrubbert hat oder angepflanzt hat. Ja, genau. Aber es soll mir recht sein. Ja. Und wir haben letzte Folge rausgekriegt. Also wir müssen jetzt immer 18 und dann düngen. Ja, sagte ich ja gerade. Halt ja ein bisschen schade. Ja, wir haben das halt immer, ich weiß nicht, warum das so ist, ob das irgendein Bug ist oder ob das von der Karte, von den Modern so eingestellt wurde. Aber anscheinend kann man nicht, nachdem das Feld geerntet, frisch geerntet ist, düngen. So haben wir das immer gemacht. Ja. Im Idealfall kriegt man es dann so hin, wenn man aber auch noch grubbert zwischendrin, dass man die Felder alle fertig gedüngt hat. Ja. Und dann man nicht mehr während den Wachstumsstufen nochmal übers Feld fahren muss. Ja, das ist halt immer ganz praktisch, wenn man da nicht mehr aufpassen muss, ja, ist das Feld schon rausgewachsen oder nicht und hin und her, ne? Naja. Genau, leider. Muss man da jetzt immer ein bisschen schauen, mit den drei Düngerstufen. Warte mal. Das ab und. Aber kriegen wir auch geregelt. Ja, und was wollen wir jetzt diese Folge machen, Baby? Erklär doch unsere lieben Zuschauer mal auf. Ja, ich will diese Folge einen Wassertank holen. Ich fahre hier noch den Raps nochmal schnell weg. Ja, das mach mal. Mit den übers Feld. Ja. Wir haben ja zum Glück die Fruchtzerstörung nicht drauf. Ja. Da haben wir ganz viel Glück. Was wollten wir? Wassertank holen und ein paar Schafe. Ja, also wir haben anscheinend in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt, wir haben von jedem Tier schon zwei Stück. Aber mit zwei Schafen kommen wir wohl nicht so weit. Darum kann man da vielleicht nochmal. Oh, da braucht man einen Viehtransporter auch. Ja, und ich will dann anfangen, gerade ab so ernten. Ja, genau. Dann kann ich ja dann die Felder, kann ich die Tiere kaufen. Dann ich glaube, das geht, ja. Ich glaube, kannst du Tiere kaufen? Ja, ich schau mal. Wenn, dann musst du kurz bei mir reintappen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Die Tiere, müssen wir die auch noch dahin transportieren? Ja. Aber wir haben aber keinen Tiertransporter, gell? Da rede ich in die Luft oder was? Ich habe doch gerade gesagt, wir müssen noch einen Tiertransporter kaufen. Ja, genau. Das müssen wir gucken, ob das Geld dann noch reicht. Ja, ich wollte mal schauen, was kostet der ist. Das ist so für einen Anhänger. Also 24.000? Hammer. Locker? Ich hab geguckt, ja, locker, ne? Ist also ja gleich neben dem Wassertank. Und dem Wassertank gleich noch. So. Mhm. Dann kaufen wir das, dann machst du mit dem Gras, dann hole ich die Tiere dann, sobald ich hier fertig gedüngt habe. Ja, da kannst du die Tiere holen, du kennst dich damit aus. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo das hier auf der Karte ist, aber das werde ich schon finden. Das ist dann auch eine gute Möglichkeit, nicht gleich mal auf der Karte hier umzugucken. Ja, genau. Weil bisher hat man ja in zwei Folgen hier nur die Felder hier gesehen, ne? Ja. und den Hof ein bisschen. Ja, was hast du denn? Die Frontlader, gell? Ja. Die kann ich gar nicht abmachen. Weil so kommt dann mal so ein rotes Zeichen dann unten in der Anzeige, oder? Nee. Na, es ist grün, aber ich kann die nicht abmachen. Also beides meine ich. Wahrscheinlich sind die fest verbaut. Nee. Doch. Nee, du musst erst vorne abmachen, du musst jetzt durchschalten. Die Schaufel oder was erst wegmachen. Oder den Palettengabel. Du musst ja ein bisschen auf den Boden absenken. Und dann sollst du auch den Frontlader wegmachen können. Ah, jetzt geht's. Ah, ich muss bis zum Boden absenken. Ja, weil ich glaube, wenn es noch in der Luft hängt, kannst du es nicht abkippen. Absenken. Ah, okay. Weil dann fällt es ja runter und geht kaputt. Ja, gut. So, was wollte ich jetzt machen? Also, ich wollte die Tiere-Dinge holen. Hier komme ich nicht raus. Ja, wunderbar, passt. Ja, fahre ich jetzt hier quer, um ein bisschen Dünger zu sparen. Okay, hier ist Silage. Und hier kann der die Lage-Produktion machen, okay. Biogas. Oh, bin ich hier gerade? Bin da.
Oh, ich glaube, ich muss dann hier lang fahren. Aha, glaubst du das? Ja. Der Hof ist ein bisschen verschachtelt. Oh. Ah, das finde ich blöd an dem Hof. Da hat nur eine Ausfahrt und Einfahrt. Reicht dir die nicht, oder wie? Ah, du kommst hinten bei der Kannst ja nur einmal rausfahren aus dem Hof. Kannst du, reicht ja eine Ausfahrt. Ja, aber du kommst nicht, nicht gut. Ah, da, no. Oh, verdammt. So. Nein. Das Feld ist gerünkt. Ich bin gerade umgekippt. Und aha, bin aber zum Glück wieder aufgerichtet. Ja, super. Du Noob. Ja. Ich Noob. Ich hole jetzt nur den Wassertank und fülle den erstmal auf. Ja. Mach das mal. Ich stelle schon mal die Saatmaschine bereit, dann zum ja, später anpflanzen, wenn du willst. Ja. Oder du kannst einen Helfer draufsetzen. Das habe ich mir gedacht, dass das kommt. Mach einen Helfer einfach. Weil da kommen wir schneller voran und unser Tier ist es ja, schnell voranzukommen. Naja. Angepflanzt hat der Baby ich noch nie gern. Was denn? Hast du überhaupt bei Norman jemals irgendwas angepflanzt? Ich glaube nicht. Ne? Na doch. Also anpflanzen habe ich auch schon gemacht. Eine Bahn mal. Aber ich suche gerade Wasserentnahmestelle. Ich glaube, da unten bei dem Viehhandel ist sogar Wasserentnahmestelle. Wenn mich das nicht täuscht. Oh. Ja, machen wir hier auch Soja dann, oder? Ja, kannst du machen. Schauen wir mal, ob der Helfer da klarkommt. Ich glaube, der bleibt hier am Zaun hängen. Ach Quatsch. Leider nicht so pessimistisch. Ich fahre einmal quer mit dem Helfer. Ah, hier gibt es eine Wassereinnahmestelle. Oh. Wir haben sogar KI-Verkehr. Ja. Ja, lol. Fahr noch weiter vor, damit ich nicht in die Ausfahrt reinfahren kann. Vielen Dank. Mal, hat er gerne gemacht. Oh Mann. Also die KI, die stellt sich aber auch. Ja, das, der KI-Verkehr war schon immer ein bisschen komisch in dem Spiel. Mobiler Wassertank auffüllen. Ah, hier, haha. Ja, weil du willst rückwärts in die Ausfahrt reinfahren, ne? Ja. Und dann fährt die KI genau davor. Ach nee. Wo du dann nicht umlenken kannst, weißt du? Oh, 7300 Liter Wassertank. Aber ich finde das schön mit KI-Verkehr jetzt im Multiplayer. Ja, ist belebt ein bisschen lebendiger halt, ja genau. Ja. Ist mehr Leben. Ja. Ja. Aber Team ist ja noch Mähdrescher hier. So. Was sage ich? Mähdrescher an Dingsbums. Oh, ja, gekauft hast du den Anhänger, ne? Ja. Tiere kannst du kaufen, ja, übrigens. Sollte gehen, ne? So. Hörst du wieder mein Lenkrad wahrscheinlich, oder? Ja. Ah, nee, hörst du nicht. Nee. Dann probier ich mal mit Lenkrad. Ja? Ach, ja, nee, nee. Wer hier kommt denn da? Ja, ja. Warum will ich da hin? So. Oh. Wie komme ich denn hier jetzt zur Stadt? Ich glaube hier, ne? Ach ja. Bisschen in die falsche Richtung. Mist du. Ich weiß ja noch nicht mal, wo man die Tiere kauft. Ja, Tiere kaufen. Ach ja, ich hab's gefunden, unten da irgendwo. Ja, genau. Ich glaube, das ist neben der Wasserentnahmestelle ist das. Gut, da ist Q1 und 2. Zwei Kühe haben wir. Oh, warte. Wie viel Geld haben wir denn? 31. Aha. Kann man ja gar nicht so viel kaufen. Ich weiß auch nicht, wie viel so ein Schaf kostet. Eine volle Ladung kostet 40.000. Ach so.
Auskippen. Wir könnten Sonnenblumen verkaufen, der Preis ist sehr gut. Achso, okay. Dann haben wir das Geld für eine volle Ladung Schafe. Mhm. Wo war denn das jetzt hier? Ich will da mal dir hinterherfahren und mal gucken, wie das aussieht mit dem Verladen. Ja, das ist nicht spektakulär. Nee, laufen die nicht rüber. Nö. Die sind dann einfach auf einmal drin. Ja. Und ich habe vergessen, den Anhänger vorher zu holen, nicht der. Ja. So, wo ist denn da der Shop? Ich glaube, ich bin jetzt falsch gefahren, oder? Weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab mal Gas hier da. Ja, es gibt ja noch einen geheimen Weg, den du noch rauskommst. Ach ja. Ah ja. Wenn du hier oben rumfährst, hier zwischen den zwei Aufrufezeichen. Da ist ja der Farmshop. Da ist auch der Anhänger. Hast du einen Shop gefunden? Ja. Da ist schon wieder vorbeigefahren. Ja, der ist ganz klein eingetechtet. Tja. Auch eine kleine Map. Ja. Oh, hier haben sie dafür die Hardpoint Extension schon vorgearbeitet, oder wie? Mhm. So. Ah, guck mal, der Traubentraktor, ein Deutz 7, oder? Was ist das für einer? Keine Ahnung. Den kaufen wir uns mal, wenn wir ganz viel Geld haben. Den grünen. Den, ja. Oh, ganz toll. Ist der gut? Nö. Ja, den kann man schon kaufen, aber. Ist auf jeden Fall besser als die, was wir jetzt haben. Achso. Ja. Warte, aber ich würde dann vielleicht ein Deutz, würde mich dieser Deutz 9er Series reizen. Den hatte ich noch nie und der ist auch nicht so schlecht eigentlich. Tierhändler links. Naja. Ja, da war ich ja gerade. Nur bin ich ohne Anhänger hingefahren, ich Depp. Ja, aber dann musst du mal gucken, da wo der blaue Punkt ist, wie klein die Wassereinnahmestelle ist, gell? Aha. Oh, was ist das hier für eine Straße? Zack, zack, zack. Ja. So, okay, und jetzt? Jetzt warte ich so lange, bis... Also ich kauf mal einen. Ja, wir müssen doch erst noch ein bisschen Geld, dass wir volle Ladung Schafe holen können, oder nicht? Wollen wir doch. Ja, warte mal. Ich weiß ja nicht, wie teuer die Tiere sind. Die sind bestimmt teuer ohne Ende. Ja, 4000 pro Schaf. Man kriegt 10 Schafe rein. Brauchen wir 40.000. Okay. Und dann wollten wir halt noch den. Hätten wir die Sonnenblumen noch schnell verkauft. Warte mal, ich suche gerade. Wo riechen die Tiere? Bei diverses? Nee. Ja, komm. Bis du in die Puschen kommst, fahr ich jetzt schnell und verkauf die Sonnenblumen. Achso. Dann kannst ja du das anhängen. Ja. Sonst wären wir nie fertig. Ah, hier das Tiermenü. Ah. 4000 pro Schaf. Ist das teuer. Ja, die sind teuer. Dafür vermehren die sich auch und man kann sie immer wieder mal verkaufen, wenn man zu viele hat, aber... Echt? Macht eigentlich nur bei den Schweinen Sinn. Nur bei Schweinen? Ja. Ja, Schweine sind aufwendiger. Ja, Schweine brauchen halt mehr Zeug halt, aber. Ja. Na gut, ich kauf schon mal Schafe. So 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, willst du jetzt nur 5 kaufen, oder? Naja, ich hab jetzt noch 31.000. Ja, du hast ja noch nicht gekauft. Doch. Du hast immer noch 31.000. Ach so, ich muss noch bestätigen. Ah. Ich kauf mal 5 und dann bestätigen. Ja. Ja, so. Aber du willst jetzt nur 5 kaufen und nicht 10. Na doch, 10. Ja, also dann musst du eh noch warten. Ah, da fehlt ein bisschen Geld. Ja, darum hätte ich ja jetzt ein bisschen was verkauft da. Ah, okay. Und das ist ein bisschen halt, damit da ein bisschen was zusammenkommt, weil das Problem ist ja,
Wenn du da nur mit 5 Schafen oder 7 Schafen da rumtust, dann... Ah, diese scheiß Drehschemel, ich hasse Drehschemel, das ist... Also nee, wirklich, das ist so ätzend, weil das so viel Zeit verscheißt. Jetzt, ja. jetzt kann ich das nicht anhängen, jetzt wollte ich halt 2 Dinger fahren, kann ich aber nicht, weil ich jetzt wahrscheinlich den Rest der Folge brauche, bis ich diesen scheiß Drehschemel angehängt habe. Und da habe ich keinen Bock drauf, diese Zeit zu verschwenden. Na, können wir nicht einen Anhänger kaufen, der so ein Star ist? Ja, natürlich, man kann alles kaufen. Ja, dann, wenn wir Geld haben, ersetzen wir den Drehschemel, ja? Ja, ja, natürlich. Damit sie dich nicht mehr aufregt. Na, aber ich hätte halt jetzt gerne halt 2 Ladungen noch irgendwas anderes mitgenommen, was halt auch vom Preis ganz gut ist, damit ich da nicht so mit wenig Zeug fahre. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Schafe sind... Wo holten die ab? Oder sind die schon im Gehege drin? Nee. Die sind jetzt im Anhänger drin. Und die muss man halt dann, wenn es voll, wenn man halt die alle haben, muss man halt da zum Gehege hinfahren, zum Hof halt da. Ach so, okay. Und alles ins Depot, die haben nur eine Verkaufsstelle hier. Was macht denn der Hund da? Der kickert hier hin. Da. Was? Der Sauhund. Hier, das ist dieser kleine Schleichweg, gell, halt. Und die hier lang fährst. Vor allen Dingen, ich laufe fast so schnell wie du fährst. Total komisch. Gerade am Blinken gewesen. Blink, blink, blink. Oh, und jetzt die Abladestelle. Oh, ja, sogar ein Blitzer. Ja, ich glaube, da wird man auch geblitzt, wenn man zu schnell fährt oder so. Echt? Ich weiß nicht, ob das im Multiplayer auch geht. Weiß nicht. Preis? 900 Euro für 1 Liter? Nein. Ah, hier kannst du auch tanken. Ah, interessant. Und hier ist die Abladestelle. Ja, ich glaube, hier ist das wohl. Hier ist für Wolle. Ah, hier gibt es nur eine einzige Abladestelle. Ja. Ja, cool. Oh, jetzt, wir haben 13.000 bekommen. Ich bin schon mal unterwegs zur Tierstelle. Ach ja, was haben wir jetzt da hier? Hat mich verdrückt. Wie hat sich verdrückt? Ja. So, was ist hier? Achtung, Abladestelle für Mist, okay. Und für Hackschnitzel, okay. Ja, hast du jetzt die Tiere so gekauft, oder wie? Nee, hab ich nicht. Ich hab die nicht so. Jetzt, Alter. Jetzt hast du 7 Schweine so gekauft. Per Versand. Ich hab keine Schweine gekauft. Natürlich, wir haben 7 Schweine. Niemals. Natürlich. Ey, hab ich mich jetzt verdrückt, oder was? Nein. Boah, da hätten wir den Anhänger gar nicht kaufen müssen. Also, das Problem mit Versand, da zahlst du Versandgebühren halt. Da kostet jetzt irgendwie 200, 300 Euro mehr pro Tier. Ach so. Und wo? Ach, das kriegst du hier drin oder was? Ich weiß ja nicht wo. Oder musst du irgendwie mit dem Anhänger nochmal irgendwie. Ah, kann ich die Schweine wieder verkaufen? Jetzt brauchst du halt nicht mehr verkaufen, da macht man nur Verlust jetzt. Jetzt hat man halt die Schweine. Ach so. Ah, dann. Ich geh mal zu dem Helfer. Ach du mal. Den Hänger. Was ist denn das Tier? Das wusste ich. Ich dachte, die kauft man da hinten und dann erscheinen die vorne in dem Gitter. Weißt du wo? Ja, ja. Haben wir jetzt viel zu viel verkauft jetzt? Ja, jetzt können wir halt die Schafe wieder nicht kaufen. Naja, das geht noch. Wenn, dann holen wir einen Kredit. Ja, da haben wir wieder ewig langen Kredit. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß ja nicht mal, wo die scheiß Verkaufsstelle ist. Das ist wahrscheinlich da vorne. Ja. Aber da ist diese Fläche. Du kannst jetzt 10 Schafe holen.
habe jetzt Kredit aufgenommen. Ja, musst du kaufen. Weil ich nicht das Geld habe. Ich? Nee. Oh, ja, warte, steige den Traktor ein. Warte. Da drückst du R. Und den? Ja, okay. Und jetzt R, ja? Ja, R. Und dann kriegst du die Schafe an, nicht die Schweine. Ja, Schafe. Ja, und dann drückst du halt, dann gehst du auf Kaufen und kannst mit dem Mausrad auch drehen, dann legst du ganz schnell hoch auf 10. Normalerweise. Dann musst du da irgendwo 40.000 Euro stehen. Ja. Ja, und dann auf okay oder so. Oder verkaufen oder was auch immer. Willst du wirklich für 40.000? Ja. Ja, jetzt haben wir sie hinten im Anhänger drin, die Schafe. Ah. Super toll. Schöne Schafe. Ah, okay. Interessant. Ah, und wenn du die so kaufst, dann liefern sie dir das hin, ja. So in dem Sinne. Ja, dann liefern sie dir hin. Dafür kosten sie halt da ein bisschen mehr. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Gut, der Helfer ist schon fertig. Dann klappe ich dazu mit X. Und dann... Ja... Fahre ich die Sandmaschine gleich noch hoch. Ah, das war natürlich Fehl des Tages. Ja, ich habe gedacht, die erscheinen in dem Gitter, weißt du wo? Ja, ja. Da hat links so ein Gitter. So ein Gatter. Ja. Ja, mei. Da haben wir halt noch ein paar Schweine auch. Hm. Aber es leckt immer so ein kleines bisschen, gell? Manchmal. Oh, hab ich das jetzt noch nicht so gemerkt. Ne? Ne. Also bei mir hat es gerade mal ein, zwei Mal so ganz minimal leicht, leck. Aber da haben wir jetzt eine schöne Schafsweide mit Produktivität, gell? Oh, das Dünger. Aufpassen, dass ich den Hund nicht überfahre hier. Lief ja so komisch. Ja? Ja. Du überfährst den Hund, Schrobi. Gibt's nicht. Oh, alles klar. Und da haben wir dann 10 Schafe. 12. 12. Hatten ja schon 10. Hm. Können wir die Schweine noch ein bisschen retten? Noch? Wie retten? Naja, in dem Sinne. Ich hab die Schafe noch gar nicht abgeladen. Oder? Doch. Aber ich kann das Wasser gar nicht auffüllen. Aber normalerweise, wenn mehr Schafe kommen, gell? Ja. Müsste normalerweise mehr Wasser rein. Rein theoretisch. Na, eigentlich schon, ne? Aber ich habe nämlich bei 2 Schafen schon voll aufgefüllt, gell? Jetzt steht da, das maximale Fassungsvermögen des Futtertrogs reicht aus, um die Tiere 6 Tage zu füttern. Ja, reicht halt das Liter. 1300 Liter. Jetzt kann man hier bei den Schweinen halt noch ein bisschen was dazu füllen. Hm. Aber was brauchen die Schweine eigentlich? Ja, die brauchen irgendwie alles so. Wo sind denn die überhaupt? Hm. Brauchen alles. Das klingt ja wieder abenteuerlich. Ja, die brauchen halt. Die brauchen halt. Was brauchen sie ja? Gerste oder Weizen, dann brauchen sie Raps, Soja. So. Oder Raps, also eins davon. Dann brauchen sie entweder Kartoffeln oder Rüben. Ja. Körnermais brauchen sie. Oh, so viel. Ach, hier sind die Schweine. Also können wir die doch nicht retten. Wie retten? Naja, hier die Produktivität. Ja, das haut schon hin alles.
Man kann ja da alles ein bisschen hinfahren. Wir haben ja was im Lager drin. Ach so. Wir haben auch nur zwei Kühe. Super, gell? Ja. Ob die sich mal vermehren? Nicht so wirklich. Ja, da fülle ich jetzt noch ein bisschen auf und dann haben wir die Folge eh schon wieder. Ja. Haben wir die Folge dann eh schon wieder um. Ich will mal ganz kurz gucken. Nur mal was gucken. Aussteigen. Fahrzeug modifizieren, bitte mal. Konfigurieren. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Ist komisch. Da haben wir ein Problem. Wieso? Wir haben keinen Traktor mit von. Ach so, doch, Hammer. Natürlich. Ja. Hast du ja vorher erst extra einen weggemacht. Ah. Ich dachte, der rote hätte auch Front anbauen. Nee, die blauen halt nur. Weil ich gerade anfangen wollte mit Gras, also Heu produzieren. Ja, Gras, Heu nicht. Na, Gras halt. Ja. Und Schweine können ja ein bisschen Gras vertragen. Nee, die Schafe nur. Ah, Schafe. Oh, die Schweine. Und die Kühe auch vielleicht. Ja? Ah ja, genau. Reproduktionsrate 4700 Stunden. Für ein nächstes. Ja, ein nächstes Tier bei Schafe. 4700 Stunden. Ja, ja, das dauert ein bisschen. Ja, die brauchen halt noch Futter. Und dann geht das schneller. Ja. Hm. Ja, denk mal, jetzt nächste Folge können wir dann hier Gras mähen ein bisschen. So, die können dann noch Wasser brauchen, genau. Wo sind die Schafe überhaupt? Du warst doch gerade da bei den Schafen. Achso, nein, ich meine, die Schweine. Ja, die sind hier weiter unten ein bisschen. Da, wo der Heuscheune da. Ach, da. Wo man, oder das Stroh, wo man da raus hat. Okay. Alles klar. Wie lange machen wir jetzt schon? Ja, wir haben jetzt schon wieder 27, 28 Minuten so ungefähr. Okay. Ja, gut. Dann machen wir jetzt Feierabend. Ich glaube... Ja, ja. Für... Oh, auf dem Hof muss ich mich echt noch zurechtkommen. So, ja. Da parke ich hier. Ja, ich parke hier auch. Geh mal hier zu den Schweinen, zu den Fehlkäufen. Ja, ein paar hier mehr. Aber schön sind sie doch, ne, die Schweine. Guck mal, ja, der schwarze, die, toll. Sehen da schön, ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht ein Fehlkauf in dem Sinne. Das ist halt nur ärgerlich, weil halt dann die noch die Versandkosten hat man noch zahlen müssen und war halt eigentlich unnötig, weil Schafe, Schweine ist jetzt nicht so wichtig. Nee. Ja. Na gut, aber machen wir ein paar mehr Schweine. Ist macht ja nichts. War gut, ja nicht so viele. Klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich danke auch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und so weiter, abonnieren und kommentieren. Genau. Ja, dann sagen wir Tschüss, oder? Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge. Oh, das ging aber schnell. Ja, trotz kleinem Rasenmäher. Ja. Rasenmäher, schöner Ausdruck. Naja.